Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir haben in der letzten Folge ganz erfolgreich und stolz ein Schwert geschmiedet. Und nun sind wir wieder im Banditenlager, gehen zu Don Esteban und sagen ihm, yo, pass auf, wir haben alle vier und wir brauchen noch deine Kristallscherbe. Läuft. Ich hab die restlichen vier Kristallscheiben. Na also. Damit haben wir den Inquisitor am Hintern. Jetzt wird uns der feine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen und unsere Kämpferrüstung tragen. Woo. Alle Achtung. So schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Geile ist, dass wir die auch noch bezahlen müssen. Aber egal, ich kaufe sie. Gib mir die Rüstung eines Kämpfers. Gut, hier, nimm. Nimm. Haben wir die auch direkt an? Ha? Sehr gut. Ha, geil. Du hast sie dir verdient. Läuft. Was geschieht als nächstes? Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen und ihm meine Bedingungen stellen. Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Klar? Der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht, jo. Sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Ich verlass mich auf dich. Hörst du? Okay. Alles klar. So, wir sind ein Kämpfer, ganz ehrlich. Ich zieh jetzt diese Lederkappe da ab, ey. Das sieht voll dumm aus. Ich hab dir jetzt zwar schon keine Ahnung, wie viele Folgen an, aber das sieht bescheuert aus. So, Kämpfer. Das ist nice. Doppelt so viel Schutz. So, Lederkappe weg. Die sieht doof aus. So, wir werden mal kurz schauen. Was haben wir denn hier jetzt? Schutz vor Eis haben wir dran. Das ist doch... Ich meine lieber das. Gefällt mir irgendwie besser. Ja gut, maximal Lebensenergie. Ach, komm drauf, geschissen. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist jetzt was, das ist für eine Quest. Achso, Banditenlager, ne? Estebans Rückkehr in die Stadt. Okay. Das werden wir natürlich machen, sobald es soweit ist. Wir werden jetzt erstmal mit allen reden. Wir sind ja jetzt Kämpfer, das heißt, wir haben jetzt eine fette, geile Rüstung. Und überhaupt hier... Mal gucken, was sie dazu sagen. Ha! Jetzt ist er auch noch Kämpfer. Wo soll das bloß noch enden? Tja, so ist das. Mal gucken, was die anderen dazu sagen, ne? Was sagt denn die gute Rachel? Du siehst etwas geschwächt aus. Hier, nimm erstmal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Oh. Vielen Dank. Gnädiges Fräulein. Was sagt denn der Oscar? Wie kann ich dir helfen, Kämpfer? Oh. Sie reden mich mit Kämpfer an. Das finde ich aber nett. Was sagt denn der Craig? Na, wie fühlt es sich an, Kämpfer zu sein? Willkommen bei uns. Ja. Na, ist schon toll. So, wen haben wir hier noch? Wer bist du? Du bist der Lorenzo. Du bist jetzt einer von uns, ja und? Du hast mir trotzdem nichts zu sagen, klar? Das wird sich bald ändern, glaube ich. Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben. Solche Tempel gibt es überall hier. Ich habe das schon gemacht. Das ist, also unwichtig. So, Cray. Ach, Craig, du bist ja schon wieder da. Was ist denn hier? Phil. Rachels Fraß wird auch immer schlimmer. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Clay hat deinen Posten übernommen. Clay hat deinen Posten übernommen. Das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Danke.
Hier hast du ein paar Münzen. Ich ruhe mich jetzt aus. Wow, 25 Münzen. Yay. Dafür macht man das doch gerne. Ach, Broga. Na, mein altes Haus, wie sieht's aus? Na, mir egal, ob du jetzt Kämpfer bist oder nicht. Hauptsache, ich muss mich nicht mit dir herumärgern. Ja, ja. Ja, gut, Lief. Mir egal, was die da zu sagen. Ist mir scheißegal. So, wir wollen natürlich in die Vulkanfestung. So. Weil, ja, wie gesagt, wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass Esteban wieder zurückkommt. What the fuck ist denn hier los? Was macht ihr denn alle hier? Mendoza, bleib hier. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Wobei, so nett kommt er mir jetzt irgendwie doch nicht mehr vor, wie ich das mal beim ersten Treffen oder nach dem ersten Treffen gesagt habe. Aber naja, gut. Hier, Kristallscherben, Dingsbums. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Erst wenn ich gefunden habe, weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge verhandeln. Wenn wir dem Bösen nicht bald Einhalt gebieten, ist alles verloren. Auch die geliebte Hafenstadt deines Herrn. Also bring mir endlich diese verdammten Scheiben und lass es uns beenden. Okay, ich muss mal ganz kurz überlegen. Sollte ich jetzt nochmal zum Don gehen und ihm das sagen? Oder einfach machen. Und was mit dem Druiden? Er will ja Bescheid wissen, aber... Ich herausfinde nur, was sich hinter dem Tor verbirgt, dessen Eingang so gut versiegelt wurde. Ich habe keine Aufzeichnungen. Und hab die auch nicht gelesen. Gebe ich ihm das jetzt einfach? Ach komm, speicher jetzt. Ja, und sag, hier hast du. Wegen der Gott. Hier sind sie. Machen wir mal eigenmächtig jetzt. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Sobald du bereit bist, legen wir los. Es scheint aber auch noch nicht, die anderen sind noch nicht, also die mit dem Druiden ist noch nicht versagt. Ich bin bereit. Öffnen wir das Portal. Folge mir. Na dann. Ich bin schon okay, ich dachte eigentlich das Portal, aber gut, dann nehmen wir das Kleine, ist auch kein Problem. Der Moment ist gekommen. Okay, neue Quest, irgendwas. Den Vulkan betreten. Oder so. Na dann. Was zur Hölle? Seid ihr denn? Du Kackviecher. Ach, Echsenkrieger. Ja, läuft. Boah, jetzt habe ich ihn... Am besten eigentlich ist, ich mische mich gar nicht in diesen Kampf ein, ey. Ganz ehrlich. Willst du mich eigentlich jetzt gerade verarschen? Ich wollte gerade ein... Boah, das ist echt ein...
Also wirklich, ey. Ich wollte gerade einen Heiltrank nehmen. Dann tötet er mich einfach so hier. Meine Fresse. Wegen der hier sind. Ja, ich weiß, hier sind sie. Blablabla. Ja, ich bin bereit. Blablabla. Dann gehen wir mal dahin. Blablabla. Oh, meine Fresse, ey. Danke. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier keinen wirklich angreife, weil wenn die pissig auf mich wären, ist blöd. Ach, das Tor in den Vulkan, okay. Ich möchte das gerne überspringen, aber das geht nicht, verdammt. So, jetzt kommen da die Echsenkrieger raus, ne? Die leben da. Warum? Vor allem, warum stehen die da hier so doof rum? Was ist los mit denen? Haben die nichts zu tun? Warum greife ich jetzt eigentlich irgend so einen Typen an, hä? Ich muss da mega aufpassen, obwohl ich fokussiert auf einen von denen bin, ja? Alter, die bringen aber gute Erfahrung gerade. Wen haben wir noch? Ah. The Priest. Alter, der hält aber auch gut was aus. Alter, ganz ehrlich, könnt ihr nicht alle weggehen? Es tut mir leid, ich habe jetzt einen von euch getötet, aber ist mir auch egal. Geht mir am besten aus dem Weg, lasst mich in Ruhe. So. Die Biester müssen sterben. Das Vieh steht nicht mehr auf. Ich werde mal die Ordenskrieger nicht ausrauben. Nur die Echsenkrieger. So, dann haben wir hier noch ein Speer. Alles meins. Alles meins. So, speichern. Und... Was war das? Der Feind. Endlich kennen wir sein Gesicht. Nun kann er sich nicht mehr vor uns verstecken. Was hast du vor? Wir werden in den Berg hinabsteigen und unsere heilige Mission erfüllen. Hier und jetzt wird sich das Schicksal dieser Insel entscheiden. Kapitel 3. Der Tempel. Und damit bin ich in Kapitel 3 halt. Warte mal. Ich muss noch was erledigen. Ich muss noch was erledigen. Wir haben keine Zeit. Wir gehen. Wir sehen uns da unten. Mir nach! Okay. Lass ich mal kurz überlegen. Okay. Nee, warte. Ach, scheiße. Hat vielleicht der Abschluss hier eine. Achso. Warte mal, habe ich irgendwie was, was mich da in die Nähe portet? Warte mal. Ich könnte das hier theoretisch nehmen, müsste den ganzen Weg hochlaufen. Oder ich nehme das, den Nordosttempel muss rauslaufen und da hoch. Jetzt eigentlich auf alles keinen Bock, aber ich soll mir... Ach, scheiß drauf. Bericht erstatten, ey. Ich bin ein Rebell. Ich erstatte keinen Bericht. Ich kann mir ja immer noch sagen, was da war. Dann sage ich auch, ja mein Gott, die Tür ist einfach aufgegangen und ja. Ne, so ist das. Eigentlich müsste ich ihm das ja sagen, aber gut, ich meine, letztlich, ja. Wir werden schon das Richtige tun. Und noch ist die nicht abgebrochen, ne? Noch läuft die Quest. Wo sind die denn? Ach, da unten. Sie kämpfen. Da ist eine Steinplatte. Oh. Was ist das denn? Ein Brontok. Ich habe dieses Brontok erlebt. Alleine. So, Priester muss sterben. Du, siehst du das Tor? Ja, ich bin... Was ist damit? Wir müssen es öffnen. Schnell! Was ist das hier? Eine uralte Festung, würde ich sagen.
Vermutlich von den Echsen, die uns schon am Portal begegnet sind. Aber sie wird uns nicht aufhalten. Hast du einen Plan? Wenn man ein Tor schließen kann, kann man es auch öffnen. Super. Ich werde Kundschafter aussenden. Sie müssen den Mechanismus finden. Ich vermute, es gibt mehr als einen. Also haltet die Augen auf. Du wirst gehen. Sieh du dich im Norden um. Du bist echt, also... Boah. Also da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Du bist echt, ja, ich würde sagen, kluger Bursche. Einfach mal so, ne? Kann man mal sagen. Ja, doch. Wenn man ein Tor schließen kann, dann kann man es auch öffnen. Er dreht da einfach nur irgendwie rum. Naja, was soll's. Na gut, ich gehe mal gen Norden. Wenn wir nochmal speichern. Oh nee, warum muss ich im Norden gehen? Ich, weißt du, wo hier so eine komischen Viecher auf mich warten. Was macht ihr hier? Geht weg. Sterbt. So, hier, puff. Hey, was soll der Scheiß? Was, wie der Scheiß? Warum kannst du vergessen? Ich geb dir gleich mal Scheiß, ja? Hör auf zu blocken, du ekliges Kackvieh. Stirb. So, hier, jetzt kommen hier meine super Special Moves, Alter. Hast du mich... Halt die Schnauze jetzt. Der hat mich getroffen. Aber das bietet nur einen Schutz, die Rüstung. Das ist nice. Ah. Da geht's hoch. Ich muss irgendwas auch finden, dass ich irgendwie, ja, einen Beweis habe, was man hier tun soll oder so. Ich meine, irgendwas muss es geben, was mir hilft. So, hier haben wir ein paar Nautilus-Schnecken. Und nun? Aha. Ja, doch. Total interessant. Was mache ich jetzt hier? Was machen wir hier? Was ist das? Okay, ja, jetzt bin ich gut. Ich komme hier nicht weiter. Hier ist so ein kleines Pisting. Ja. Naja, gut. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier so soll, aber schon seine Gründe haben. Bin ja auch Richtung Norden gegangen, also. Ja, vielleicht meint er ein anderes Norden oder so. Das wissen wir ja nun auch nicht, ne? Wie liegt jetzt wieder raus? Komisch. Wo geht's denn hier lang? Aha, hier ist ein Pilz. Ein Mana-Pilz. Ich geh einfach mal hier lang. Oh. Hallo, kleiner Ghoul. Oh, ich will mal gegen ihn jetzt kämpfen. Ja! 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 Ich brauch keine Hilfe. Okay, wir sind schon gut stark. Also ich finde das also im Gegensatz zum Anfang ist das schon ein enormer Unterschied. Ich gehe jetzt einfach hier mal, ne? Nicht dahin, wo er gesagt hat. Er ist ja auch nicht mein Boss, deswegen am Arsch, Junge. Ah, Skorpion. Toll. Ich speichere nochmal. Gut, die müssen jetzt auch ein bisschen... So, down, yo. Oder habe ich vielleicht gerade irgendwas übersehen? Ich meine, hier kann ich auch noch hochklettern, aber... Was bringt es mir? Nix, alles klar. Ja, schon mal super. Das ist schon mal super. Achso, das ist ein Stein. Ich bin... Mann, bin mir nicht sicher. Also rübergesprungen komme ich, glaube ich, nicht. Oder? Also der kann zwar hoch und weit springen, aber ne. So hoch und weit nicht. Hallo. Hallo, Herr Skorpion. Kurz einen Heiltrank reinpfeifen hier. Warte mal, einen kleinen können wir auch noch nehmen.
wenn wir schon dabei sind. Jetzt. Oh. Ich bin noch voll ausgewichen und so. Was soll denn das? Scheiß Ding. Ja, mir egal. Ist trotzdem scheiß Ding. So, hier, verrecke. Blöder Skorpion. Kannst mich ja mal voll, ey. Ja, gut. Ja gut, ich soll mich im Norden umsehen, aber im Norden ist nichts. Was willst du? Geh selber gucken, wenn du was willst. Meine Güte, ey. Ich rede nochmal mit ihm. Kann ich mit ihm überhaupt reden? Bis dann. Wie, man bis dann? Kann sie nicht hören, aber ich kann sie förmlich riechen. Aha. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier, hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle befolgen. Ach, kannst du mir am Arsch lecken, ey. Was haben wir denn hier? Ach, ein Eidechsenschwert, super. Ein Echsenschwert. Where should I go from here? Guck ich hier auch hoch? Ja. Haben wir hier irgendwas? Irgendwo muss doch irgendetwas irgendwie sein, dass ich irgendwie was herausfinden kann. Aber anscheinend nicht. Naja. Tja, dann würde ich sagen, erfahren wir das wohl erst in der nächsten Folge. Aber wir nehmen noch dieses Echsenschwert mit. Würde mich das schon interessieren. Wie komme ich da hoch? Ich will da hoch. Wie geht das? Lass mich da hoch. Du blöde Höhle, du. Ich klau dir einfach diesen Pilz. Und du kriegst ihn nie wieder zurück. So krass bin ich drauf, ey. Tja. Na. Wie gesagt, wirklich bringen tut mir hier nichts was. Ich bin jetzt hier, aber ich komme hier nicht mehr weiter, ne? Hier ist halt vorbei. Hier ist halt vorbei. Von da bin ich ja gekommen. Können wir gucken, was sich hinter dieser Wand befindet? Nein. Na doch, so. Nee, nicht wirklich. Naja, so ein bisschen. Erahnen vielleicht, aber nicht wirklich gucken. Ja gut, dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich mal die Folge. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei euch. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir herausfinden, was es hiermit auf sich hat. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao. Total mysteriös. Und so.